Willkommen zurück bei Ghostrecon Wildlands. Und mit der nächsten Mission, wir müssen den Prototyp eines U-Boots zerstören. Mal schauen. Ich droniere erstmal, wenn es geht. Ah, ist gestört. D4 dran und weg, oder? Von mir aus gerne. Soll ich rüberschwimmen? Ja. Da ist ein bisschen Bar. Also ich will halt noch die Waffenteile haben, die da drin sind, ne? Was ist das für ein Geräusch? Auf hier rumzufahren. Von wem oder was redest du, wenn ich mal dreist fragen darf? Ah, ich hatte den Jammer Ah, entdeckt. der Typ mit dem Auto. Wo ist er? Ah, da hinten. Oha. Okay, da ist die Pforte. Vor mir da unten ist noch einer. Nee, ich nehme mit Maschinenpistole. Sehe ich selber, du Held vom Erdbeerfeld. Da unten steht auch irgendwo einer. Ich sehe ihn aber nicht. Doch, da. Unten steht ein Panzer. Ja, hier stehen voll viele Panzer oben, habe ich schon gesehen. Ist voll nice. So. Du, da oben gefällt es mir schon mal nicht. Habe ich doch gesagt. Ist gestört. Ja. Ich bin auch aus Versehen auf die Taste gekommen. Achso. Ja gut, das kann ja mal passieren. Frage ist halt jetzt, wo treibt sich der Rest überall rum? Jetzt gerade nicht sagen, aber ich meine, ich werde mich jetzt langsam auf den Weg zum Jammer machen. Alles klar. So 150 Meter. So. Muss ein Typ im Zelt stehen. Oh shit. Ich hab verschossen. Muss jetzt nachladen. Die sind auf mich abgelenkt. Ach du Heiliger. Hier geht's noch nach unten. Wie nach unten. Ich bin auf dem Weg zu dir. Wenn du kannst, befreie die Wachen, die Gefangenen. Da. Ah, ich sehe schon, du bist kurz vom Jammer. Aber ich komme nicht ran. Warum kommst du nicht ran? Alter! Ja, schieß zurück, du Scherzkeks. Captain Commodore tötet.
Kiste. Tango ist tot. Oh, ich habe ein paar Infos gefunden. Oh, shit, ich bin auch entdeckt. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Hello, HP? Ja. Ja, da kam er einfach rumgelaufen, es war ihm einfach egal. Da sind noch insgesamt drei. Ja, einer ist mir vor die Flinte gerannt gerade eben. Warten Sie Sekunden, bis ich respawnen kann. Alles klar. Sie verfolgen dich übrigens. Mindestens zwei. Lol. Wo kommt der denn her? Respawner? Jo. Frage ist halt, wo du respawnst, ne? Außerhalb. Jo, alles klar. Da ist einer. Da ist einer. Wow. Da das kommen einige auf dich zu. Und jetzt. Ich lad nach. Ich hab mal kurz den Scharfschützen noch rausgenommen. Jo, danke. Sehr schön. Einer bei dir unten im Haus noch. Nein, nein. Die habe ich alle raus. Umgelegt. Aber da kommen von da drüben noch welche. Oh. Komm ich nicht ja, ran. Ja, na klar, von wo? Von hinter mir links durch den Baum durch. Alles klar. Na komm ran, du olle Wurst. Granate fliegt, nehmt das. Ja, ein bisschen Durchblick hier verschaffen. Der eine ist jetzt fast an meiner Position. Ja, komm! Scheißdreck, ey. Das ist doch ärgerlich hier. It happens. Next try, new try. Oh. Hab nicht aufgepasst mit der Granate, aber wieder vor mir so ein Kackgeländer war. Kann er die Granate nicht einfach mal wie gewohnt durchklitschen? Ah, oh, ärgerlich. Okay, ärgerlich. Wenn du eine Granate vor ein Blech werfen würdest, was würde die Granate tun? Durchklitschen. Heiligenschein aufsetzt. Ja, also diese Blechwände kann man alle zerstören. Man kann vor allen Dingen auch durchschießen. Man kann vor allen Dingen auch durch kleine Betonwände schießen. Die Innenwände meinst du? Ja. Auch Betonaußenwände. Du siehst hier von diesem komischen Gebäude da, wo du eben drin warst, wo du drauf standest, ne? Mhm. Du siehst hier das untere weiße Stück von der Wand. Dadurch habe ich gerade irgendwie drei Leute getötet. Da ist ein Captain. Copied. Da ist einer mit
war einer mit Maschinenpistolen. Alles klar, ich spotte die Tür durch ein Zelt hindurch. Bam! Im. Alter. Tukan! Tukan! Zweites Ziel da drüben. Da ist ein Luftabwehrsystem. Die haben Luftabwehr und Jammer hier. Und ein Genny. Wenn wir den Genny finden, dann können wir den Rest automatisch schlagen. Genny ist? Der Generator steht direkt neben dem Drohnensteuer. Den muss ich töten, ansonsten hat er mich entdeckt. Ja. Was ich mir halt angewöhnt habe, hier in so Situationen, wo wir jetzt hier gerade sind, ja. Ich benutze eigentlich weitestgehend nur die Pistole, solange bis wir entdeckt werden. Wo zum Geier ist der? Der ist in dem Gebäude. Alles klar. Knack! Hat man gar nicht gehört. Bach. Kannst ab jetzt drohnieren. Ja? Warte, ich mach mal den Genny aus. Das hatte ich gerade vor. Hättest du drohnieren können in der Zeit. Warte mal. Hätte ich halt jetzt nicht umgebracht. Hättest du nicht umbringen müssen. Natürlich. Nee, weil wenn du das Ding hier nicht aufschießt, sondern aufhaust, kriegt er sieht er dich nicht dabei. Kriegt er nicht mit. Verdächtig. Buenas putas. So, jetzt trainiere ich, weil jetzt habe ich nämlich keine Gefahr mehr, vorerst. Wie gesagt, kann halt auch sein, dass da Leute unterirdisch sind. Nein, das würde uns angezeigt werden, tatsächlich. Da kommt meine Hübschen, wo seid ihr alle? Wut, put, 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 put. Die OP-Dinger? Hm? Ach, die OP-Stahlbleche. Die auch 50er Kaliberkugeln abhalten. Da an diesen komischen Türmen mit dem montierten Geschützen. Hier sind übrigens sogar zwei Waffenteile. Ja, habe ich doch gesagt, hier sind mehrere Sachen, die man einsammeln kann. Schön, die Sachen. Ich empfehle dir übrigens beim Drohnieren auch ab und zu mal die Nachtsicht einzusetzen. Die ist manchmal bei Gebäuden, also gerade bei Gebäuden, sehr hilfreich. Wenn man denn durchschauen kann. Das ist logischerweise die Grundvoraussetzung. Da ist eine Lampe. Manchmal aber auch etwas verwirrend, gebe ich offen und ehrlich zu. Und dahinter ist er. Ich riech dich doch. Du Stinke. Wo ist er denn? Sag ich doch, da ist noch einer. Wo bin ich denn jetzt hier? Weiß es nicht. Ah, ich habe halt hier jetzt zwei, die ich jetzt umlegen muss. Ja, alles cool. Tango ist tot. Wir sind jetzt bei
Alles klar, ich hab durch ihn durchgeschossen. Alter, wie das gibt's so nicht. Jetzt gerade dunkel. Jetzt haben wir sie alle. Echt kacke. Jetzt haben wir sie alle. So, aber erstmal den Nachschub hier oben markieren. Ach nein, der ist Untergrund. Ja? Was denn da oben? Das ist. Da können wir nicht, dürfen wir nicht. Ohne Kingslayer liegt hier auch noch rum. Mir gefällt das. Ja. Scheiße, die haben eine Leiche gefunden. Mist. War wieder zu vorschnell. Oben, der hat einen Hit. Das gibt's doch nicht. Tschüss. Okay. Hinter dir kommt eine. Alter, ja, komm, ey. Sind zwei. Mach mich vom Acker erstmal. Ja, zieh dich ein bisschen zurück, wollte gerade sagen. Alter, sind dort viele. Sind die von dir da hinten alle weg? Die sind bei mir alle weg, ja. 17 Sekunden übrigens noch. 15. Puff. Neuester Shit. Wir haben jetzt übrigens rausgefunden, wie es geht. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt unser Leben ercheaten. Warum nicht das nutzen, was wir können, ha? Das, was uns gegeben wurde. Die schwärmen aus. Ja, ja. Mitbekommen. Nebenbei bemerkt, unten ist keiner mehr. Hast du die alle umgelegt oder sind die alle hier hochgelaufen? Die sind zum Teil alle hochgelaufen. Zum Teil habe ich sie auch umgelegt. Deswegen hätte ich jetzt behauptet, wir warten jetzt kurz hier unten, bis sich die Lage da oben jetzt ein bisschen entspannt. Und dann rücken wir ein und zernichten alle anderen. Die übrig gebliebenen. Oder was hältst du von der Idee? Also du kannst dich auch gerne hier unten in den Panzerwagen als Schütze reinsetzen, das kannst du auch machen. Ja, keine Spur mehr vom Feind. Haben die mitbekommen? Ja. Schuss gehört. Was haben die mitbekommen? Hast du geschossen? Dann weiß ich nicht, was sie mitbekommen haben. Ich habe nämlich auch nicht geschossen. Ich habe jetzt einen der Captains erschossen. Pistol halt. Pistol OP. Pistol ist sowas von OP. Vor allen Dingen halt, weil sie unheimlich leise ist. Die spotten sie nicht, Chris. Du wirst lachen, das geht sogar auf über 100 Meter. Na gut, wenn du auf mehr als 100 Meter bist, kannst du auch einfach das Scharfschützengewehr benutzen.
Ja, easy. Die waren auf mich fixiert, die haben mich gesucht. Du hast sie umgeholzt. Tue ich gerade. There's a weapons case here. Ist also sogar eine Waffenkiste. Hier ist nämlich auch eine Waffe. Was haben wir hier denn Schönes? Oh, die SR-25. Ein Scharfschützengewehr der halbautomatischen Klasse. Also MSR ist schwach. Nee, die SR-25. Chris, du müsstest sie kennen. Ich muss kurz überlegen. Von wo ich sie kenne. So. Aus welchem Spiel könntest du sie kennen? Was ist denn auch von Tom Clancy? Was haben wir denn auch schon gespielt? Ah, stimmt. Wildlands. Was? Nicht Wildlands, Division. Division. Genau. Da findest du die nämlich zuhauf. Oh, was haben wir denn da jetzt bekommen? P-Mark-Magazin für 5,56, ein 50er Magazin. Das ganz große. Yep. Das Maxi-Magazin. Ja. Maxi-Magazin. Maxi des. Dann hüpfe ich mal eben hoch und hole mir die Waffenkiste. Yep. Und ich hole mir noch schnell die Königstöter-Datei. Hast du dir das Magazin schon geholt, oder? Ja, hab ich. Achso, ja gut, dann. Ja, ich stand gerade drinne. Als ich da einen gekillt habe, da habe ich mir gedacht, so, ja. Oh, die ist es. Nimmst es gleich mit. Hä? Jetzt, ich habe nur das Schema gesehen. Hat mir gereicht, dass ich jetzt weiß, welches es ist. Weil die mag ich nämlich ganz gerne, weil die so eine hohe Schussfrequenz hat. Deswegen habe ich gesagt, halbautomatisches Scharfschützengewehr. Die MSR ist. Semi-automatisch. Bauen das sogar selber. The fuck? Was bauen die selber? Das U-Boot. Bist du schon drin? Nee, ich stehe davor. Ach so, dachte gerade schon. Aber? Aber gibt's ja mehr. Weißt du, was uns hier zugute kommt? Der Panzer, der hier steht. Da freue ich mich schon drauf. aber ich mach's anders. Ja, warte für kurz. Ja, ich plante nur C4. Ich wollte gerade sagen, du nimmst wahrscheinlich jetzt C4. Hast du ja schon angekündigt gehabt, dass du sprengen möchtest. Ja, Sprengmeister. Frage ist eher, wie kommen wir da gerade rein? Von vorne. Oder hier, Seiteneingang. Sachen, da sind Gitter. Lol. Schnieke sieht's ja aus. Was hast du gemacht? Nichts, C4 mache ich gerade. Ja? Ich habe eine Idee, wie wir reinkommen. Ich bin schon längst drin. Bist du da reingekommen? Seiteneingang, habe ich doch gesagt. Hör mir doch mal zu, Kind. Hier. Vorm Panzer. Hier. Und dann ist hier ein Seiteneingang. Ach, da ist die Tür auf. Mach die Augen auf, Kind. Wie gesagt, die bauen das Ding ja echt selber. Oh, oh, oh. Ah! Toll! Oh, der Panzer ist rot. Schwarz, kaputt. Ja, das... Oh. War so ein typischer Peter Chris Gedankengang schon wieder. Warte mal, wir müssen da noch die Pläne, die sind glaube ich hier unten. Oh, stimmt. Ja, ich habe ja nur schon mal gedreht. Mhm. Mal gucken, wie das da unten drin aussieht. Stimmt, nice. Oh, wir müssen hacken. Yeah. Dann hack du mal. Okay, mach ich halt. Willst du das nicht machen? Mach ich halt. Ja, egal. Oh, ist halt besser, wenn du das machst, oder? Yay. Haben wir jetzt Pläne? Ja. Nice. Oh, ich hab noch einen anderen Plan. Aufnahmenpause. Aufnahmenpause? Aufnahmenpause. Klingt nach einem Plan, ne? Das ist... Das war ein Plan. Also dann.
U-Boot kaputt, auch wenn es nicht ganz planmäßig war, aber wenigstens war C4 mit dabei. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, genau. Tschüss. Adieu.